Habe ich erstmal so eine kleine, eigentlich eine Quizfrage an den Theologieprofessor. Da erwarten wir gleich eine Frau, die sagt, ich wusste Zeit meines Lebens, dass mein Kind nur 33 Jahre alt wird. Klingelt da bei Ihnen was bei 33? Ja, die Biografie Jesu nicht. Okay. Zweitens sagt sie, als mein Kind 12, 13 Jahre alt war, ist es mir weggelaufen. Klingelt beim Theologieprofessor was? Ja, der zwölfjährige Jesus. Nicht. Gut, wo ist er gelandet, der zwölfjährige? Im Tempel. Okay, dieses 12, 13-jährige behinderte Kind ist auch im Tempel gelandet. In welchem? Andex. Andex, Kloster Andex. Ach so, in einem Kloster. Ja, weggelaufen. Und wo findet die Mutter es wieder? Im Kloster. Mhm. Wirklich weggelaufen. Dieses Mädchen, man muss ja sagen, junge Frau, wurde tatsächlich 33 Jahre alt und Traudl Schütt, ihre Mutter, habe ich eingeladen, um von ihrer Tochter zu erzählen, behindert wie sie war und mit merkwürdigen Zufällen. Herzlich willkommen, Frau Schütt. Willkommen bei uns. Schön, dass Sie da sind. Haben Sie sich kennengelernt? Ja, wir haben wunderbar. Dann nehmen Sie doch bitte Platz. Ja, als ich die Geschichte von Ihnen und Ihrer Tochter gelesen habe, ist mir das gleich durch den Kopf gegangen. Woher wussten Sie, dass Ihre Tochter nur 33 Jahre alt werden würde? Das wissen Sie ja nicht erst jetzt, wo sie seit einigen Jahren gestorben ist. Das wusste ich schon lange und das hat mich auch immer sehr, das hat mir sehr viel Trost gegeben und sehr viel Kraft, weil ich eben wusste, wir werden dieses Alter erreichen. Es gab also wirklich sehr viele Situationen, wo man mit dem Ableben unserer Tochter schon früher rechnen musste und wir haben diese Klippen alle überstanden. Was hatte denn Ihre Tochter, dass sie so behindert Jahr um Jahr kämpfen musste, um ein Jahr weiterzukommen und zu leben? Sie hatte einen Unfall, eine Gehirnblutung und dann ein schweres Anfallsleiden. Und die Aussichten waren also sehr, sehr schlecht. Die Lebenserwartung war ungefähr bei 18. Heißt Anfallsleiden sowas wie Epilepsie? Epilepsie, und zwar ein sehr starkes. Sie musste sehr starke Medikamente nehmen und sie hat sich dann immer mehr reduziert durch die Medikamente, durch die Anfälle, wurde immer schwächer. Was sagten die Ärzte, wie alt wird das Kind? 18 ungefähr, das war die Lebenserwartung. Und dann ist ja meine Frage noch mal wichtiger, wieso 33? Ja, ich habe dann sehr viel gebetet in dieser Zeit. Man ist ja total verzweifelt, man hat keinen Halt, man weiß eigentlich nicht, wie das weitergehen soll. Und ich habe gespürt, dass es eine Kraft gibt, die mir das Tragen hilft und habe dann im Traum praktisch erfahren, dass ich mich nicht aufregen muss. Sie wird also bestimmt 33 werden. Was ist das für ein Traum? Haben Sie da Erinnerungen an diesen Traum? Fürchte dich nicht? Nein, nicht so in dieser Form, aber es war eben schon eine Beruhigung. Ich war total durcheinander und wusste einfach nicht, wie es weitergehen sollte, bis wir auch den richtigen Arzt dann gefunden haben, der uns da helfen konnte. Und ich habe dann einfach die Gewissheit gehabt, sie kann das alles noch aushalten, wir werden das schaffen. Nach diesem Traum wache ich auf, habe die Gewissheit, dieses Kind wird 33. Ich habe es irgendwie erfahren. Ja, genau. Ich konnte nicht genau sagen, wie es war, aber ich war einfach ganz sicher, dass wir das alles schaffen werden. Und es ging auch immer wieder weiter. Sie hat zigmal die Lungenentzündung gehabt, also sie war ja am Schluss ein reiner Pflegefall, Sonnenernährung und... Wie war das mit dem weggelaufenen Mädchen von 12, 13 Jahren? Ja, das war eben das beeindruckendste Erlebnis überhaupt, das wir hatten. Sie hatte eine Freizeit gemacht in den großen Ferien und da wurde sie jeden Tag betreut. Es war wunderschön, 14 Tage hat ihr Spaß gemacht. Und als Abschluss war dann ein Ausflug zum Ammersee geplant mit einer Dampferfahrt. Und da hatte ich so meine Bedenken, ich wollte dabei sein, ich wollte sie nicht das alleine machen lassen. Die Betreuer haben mich aber dann dazu überredet, lass sie mal. Ja, sie ist so selbstständig und abgenabelt jetzt und sie kann das und wir passen auf, wir machen das. Und spät nachmittags sollten wir sie wieder abholen an dem üblichen Treffpunkt. Dann kam der Bus mit den Kindern, es war ganz eigenartige Stimmung, kein Kind hat gelacht, alle bedrückt. Ja, was ist los? Ja, wir vermissen die Michaela. Sag ich, wieso vermissen? Was ist los? Ja, ich habe sie früh um 9 nach Herrsching gebracht und es war nachmittags um 4. Sie war verschwunden, sie blieb einfach verschwunden. Der Ammersee wurde abgesucht von Tauchern. Sie wurde durch Bayern 3 gesucht. Radiosender? Ja. Und es war einfach, das Schiff wurde total umgekrempelt. Man hat vermutet, sie hat sich vielleicht versteckt oder so. Sie war verschwunden. Dann sind wir nach Hause gefahren. Damals war es noch nicht die Handyzeit, dass man sofort telefonieren konnte. Und haben also Polizeistationen angerufen. Wir haben Krankenhäuser angerufen. Sie blieb spurlos verschwunden. Und abends um 8 klingelte dann das Telefon bei uns. Ich war nicht mehr in der Lage, abzuheben und hinzugehen. Mein Mann hat das für mich getan und es meldete sich ein Pater vom Kloster Andex und hat gesagt, ihre Tochter möchte gern abgeholt werden. Sie hat den Ferienpass um mit Adresse und da war sie wohlbehalten den ganzen Tag in Andex.
Und sie ist ganz alleine. Und ich muss sagen, meine Damen und Herren, Sie wissen nicht, dass man da wandern muss, wenn man vom Ammersee nach... Da braucht man mindestens 4 Kilometer durch einen Wald, einen Bergpfade hoch, bis man da oben ist. Und da war der Schutzengel dabei. Ich war nicht dabei. Und es landet oben in der Kirche. Ja, und ist in die Kirche. Wurde also dann oben gesehen. Sie ist als erstes in die Kirche zum Gottesdienst. Und dann hatte sie ihre Brotzeit im Rucksack. Und sie hatte kein Geld dabei, aber sie hat dann Getränke bekommen an der Schenke und hat dafür die leeren Krüge immer zusammengeräumt. Dieses behinderte Kind, von morgens bis abends, ohne Aufsicht, begleitet normalerweise, macht sich auf einmal auf und findet als Lebensziel die Pilgerkirche, Andex, kann sich helfen, kann sich verständigen, landet im Hause des Vaters, sage ich mal, nach unseren Worten, und kann ein Leben führen an diesem Tag. Ja, die Behinderten haben manchmal mehr Fähigkeiten als die sogenannten Nichtbehinderten. Mhm. Jetzt sagen Sie, wo Ihre Tochter gestorben ist, ist sie Ihnen trotzdem nah. Ja, sehr nah. Wie erfahren Sie, Sie sagen sogar, es ist ein Engel. Genau. Und jetzt beschützt sie mich. Ich habe sie 33 Jahre beschützt und begleitet. Und jetzt habe ich das Gefühl, sie hat diese Aufgabe für mich übernommen. Und ich kann alles auch so mit ihr besprechen. Und ich habe wunderschöne Träume. Ich träume fast jede zweite, dritte Nacht von ihr. Und sie ist immer gesund und es geht ihr immer gut. Und das macht mich also sehr glücklich. Und redet ihr miteinander? Oder ist das eine Sprache, wenn man mit Tieren macht, dass man nur fühlt, was man sagen will? Nein, wir reden. Ich habe sie auch gefragt, ob ich das mit der Sendung heute machen soll. Was hat sie gesagt? Ja, sonst wäre ich nicht da. Ich habe sehr getrauert, ich habe 3 Jahre getrauert, also meine Trauer war sehr, sehr groß und sehr stark, wir waren so verbunden, sie war ja ein Stück von mir wieder und wie sie dann erlöst wurde, hat mir dieses Stück wirklich gefehlt. Und ich war sehr traurig und bin dann auch zum ersten Mal krank geworden. Ich war also 20 Jahre überhaupt nicht krank, ich konnte das alles machen, ohne einmal ernsthaft krank zu sein, und dann bin ich total zusammengebrochen. Und dann bin ich da schön langsam rausgekommen, ich habe gemerkt, sie ist gar nicht weg. Ich kann sie nicht mehr sehen. Wie gehen wir Theologen, katholisch und evangelisch, damit um, dass eine Frau herkommt und sagt, meine Tochter, ich wusste, sie wird 33 Jahre alt, ich wusste es aus einem Traum, ich wusste es aus einer anderen Wirklichkeit, sie ist tatsächlich 33 Jahre alt geworden und jetzt ist sie ein Engel. Müssen wir sagen, stimmt nicht, steht in der Bibel kein Wort von? Wie gehen wir damit um? Also, das bin ich ja nicht kompetent zu sagen, das stimmt nicht, oder? Ich habe ja keine Veranlassung, das nicht zu glauben. Kritische Fragen sind trotzdem erlaubt, aber dass von dem nichts in der Bibel steht. Also die ganze Kirchengeschichte ist ja voll solcher Geschichten. Und auch in der Bibel gibt es Prophetien. Und wir haben natürlich bei den meisten Prophetien gesagt, das ist ein Vaticinium ex eventu. Das ist also hintendrein sind die Prophetien vorausgesagt worden, nicht? So wie 70 Jahre nach Christus geht Jerusalem unter, hat man erst aufgeschrieben, als Jerusalem schon untergegangen war. So was meinen Sie? Ja, so. Und es gibt eben Menschen, ich will jetzt einmal ganz säkular antworten, es gibt eben Menschen, die wissen mehr als andere. Damit müssen wir uns abfinden. Eben die, die nicht studiert haben wie wir. Ich habe auch solche Erfahrungen gemacht. Aber durch das Studium ist das eben dann stark in den Hintergrund getreten. Es ist nicht ganz verschwunden. Sind denn alle Verstorbenen Engel? Das weiß ich nicht. Also das sagt endlich mal ein Professor, der sagt, das weiß ich nicht. Der Bonhoeffer sagt das. Der hat ja auch ein so wunderschönes Lied geschrieben über die Engel, von guten Mächten wunderbar getragen. Und der im KZ eigentlich erst in dieser Dunkelheit sowas überhaupt sehen konnte. Das ist ja typisch für ihre Geschichte. Ja. Menschen, die in der Klemme sind, Menschen, die an einer Grenzsituation ankommen, also der Tod, die Krankheit, die werden offen für andere Sichten und Erkenntnisse als diejenigen, die ständig nur immer dem Geld nachrennen und dem Vergnügen. Also die im Glanze leben, haben Schwierigkeiten, Engel zu erleben. Die haben erleben. Schwieriger, ja. Und alle Engelgeschichten, die ich kenne, sind alles Grenzsituationen gewesen. Also das, was ich erzählt habe von dem
Kollegen an der Uni, das war ja auch eine Grenze, wenn der seine Stelle verliert und die Frau läuft ihm davon. Mhm. Das ist ja keine einfache Geschichte, nicht wahr? Mhm. Und der Bonhoeffer, der muss ja an den Galgen gehen. Das ist und da hat er plötzlich angefangen zu schreiben von den Engeln. Mhm. Das eine, die Dunkelheit, hat mit dem Licht was zu tun. Mhm. Genau. Michaela, sag ich, wieso, wir vermissen, was ist los? Ja, das, ich habe sie früh um 9 nach Herrsching gebracht und es war nachmittags um 4. Sie war verschwunden, sie blieb einfach verschwunden. Der Ammersee wurde abgesucht von Tauchern. Sie wurde durch Bayern 3 gesucht. Radiosender? Ja. Und es war einfach, das Schiff wurde total umgekrempelt. Man hat vermutet, sie hat sich vielleicht versteckt oder so. Sie war verschwunden. Dann sind wir nach Hause gefahren. Damals war es noch nicht die Handyzeit, dass man sofort telefonieren konnte. Und haben also Polizeistationen angerufen. Wir haben Krankenhäuser angerufen. Sie blieb spurlos verschwunden. Und abends um 8 klingelte dann das Telefon bei uns. Ich war nicht mehr in der Lage, abzuheben und hinzugehen. Mein Mann hat das für mich getan und es meldete sich ein Pater vom Kloster Andex und hat gesagt, ihre Tochter möchte gern abgeholt werden. Sie hat den Ferienpass um mit Adresse und da war sie wohlbehalten den ganzen Tag in Andex. Und sie ist ganz allein. Und ich muss sagen, meine Damen und Herren, Sie wissen nicht, dass man da wandern muss, wenn man vom Ammersee nach, halt, da braucht man mindestens 4 Kilometer durch einen Wald, ein Bergpfad hoch, bis man da oben ist. Und da war der Schutzengel dabei. Ich war nicht dabei. Und es landet oben in der Kirche. Ja, und ist in die Kirche, wurde also dann oben gesehen. Sie ist als erstes in die Kirche zum Gottesdienst und dann hatte sie ihre Brotzeit im Rucksack. Und sie hatte kein Geld dabei, aber sie hat dann Getränke bekommen an der Schenke und hat dafür die leeren Krüge immer zusammengeräumt. Dieses behinderte Kind, von morgens bis abends, ohne Aufsicht, begleitet normalerweise, macht sich auf einmal auf und findet als Lebensziel die Pilgerkirche, Andex, kann sich helfen, kann sich verständigen, landet im Hause des Vaters, sage ich mal, nach unseren Worten, und kann ein Leben führen an diesem Tag. Ja, die Behinderten haben manchmal mehr Fähigkeiten als die sogenannten Nichtbehinderten. Mhm. Jetzt sagen Sie, wo Ihre Tochter gestorben ist, ist sie Ihnen trotzdem nah. Ja. Sehr neu. Wie erfahren Sie, Sie sagen sogar, es ist ein Engel. Genau. Und jetzt beschützt sie mich. Ich habe sie 33 Jahre beschützt und begleitet. Und jetzt habe ich das Gefühl, sie hat diese Aufgabe für mich übernommen. Und ich kann alles auch so mit ihr besprechen. Und ich habe wunderschöne Träume. Ich träume fast jede zweite, dritte Nacht von ihr. Und sie ist immer gesund und es geht ihr immer gut. Und das macht mich also sehr glücklich. Und redet ihr miteinander? Oder ist das so eine Sprache, wenn man mit Tieren macht, dass man nur fühlt, was man sagen will? Nein, wir reden. Ich habe sie auch gefragt, ob ich das mit der Sendung heute machen soll. Was hat sie gesagt? Ja, sonst wäre ich nicht da. Ich habe sehr getrauert. Ich habe 3 Jahre getrauert. Also meine Trauer war sehr, sehr groß und sehr stark. Wir waren so verbunden. Mhm. Sie war ja ein Stück von mir wieder. Mhm. Mhm. Und wie sie dann erlöst wurde, hat mir dieses Stück wirklich gefehlt. Mhm. Und ich war sehr traurig und bin dann auch zum ersten Mal krank geworden. Ich war also 20 Jahre überhaupt nicht krank. Ich konnte das alles machen. Und es war einfach, das Schiff wurde total umgekrempelt. Man hat vermutet, sie hat sich vielleicht versteckt oder so. Sie war verschwunden. Dann sind wir nach Hause gefahren. Damals war es noch nicht die Handyzeit, dass man sofort telefonieren konnte und haben also Polizeistationen angerufen. Wir haben Krankenhäuser angerufen. Sie blieb spurlos verschwunden und abends um 8 klingelte dann das Telefon bei uns. Ich war nicht mehr in der Lage, abzuheben und hinzugehen. Mein Mann hat das für mich getan und es meldete sich ein Pater vom Kloster Andex und hat gesagt, ihre Tochter möchte gern abgeholt werden. Sie hat den Ferienpass um mit Adresse und da war sie wohlbehalten den ganzen Tag in Andex. Und sie ist ganz allein. Und ich muss sagen, meine Damen und Herren, Sie wissen nicht, dass man da wandern muss, wenn man vom Ammersee nach. Da braucht man mindestens 4 Kilometer durch einen Wald, ein Bergpfad hoch, bis man da oben ist. Und da war der Schutzengel dabei. Ich war nicht dabei. Und es landet oben in der Kirche. Ja, und ist in die Kirche. Wurde also dann oben gesehen. Sie ist als erstes in die Kirche zum Gottesdienst. Und dann hatte sie ihre Brotzeit im Rucksack. Und sie hatte kein Geld dabei, aber sie hat dann Getränke bekommen an der Schenke und hat dafür die leeren Krüge immer zusammengeräumt. Dieses behinderte Kind, von morgens bis abends, ohne Aufsicht, begleitet normalerweise, macht sich auf einmal auf und findet als Lebensziel die Pilgerkirche, Andex, kann sich helfen, kann sich verständigen, landet im Hause des Vaters, sage ich mal, nach unseren Worten, und kann ein Leben führen an diesem Tag. Ja, die Behinderten haben manchmal mehr Fähigkeiten als die sogenannten Nichtbehinderten. Mhm.
Jetzt sagen Sie, wo Ihre Tochter gestorben ist, ist sie Ihnen trotzdem nah. Ja, sehr nah. Wie erfahren Sie, Sie sagen sogar, es ist ein Engel. Genau. Und jetzt beschützt sie mich. Ich habe sie 33 Jahre beschützt und begleitet. Und jetzt habe ich das Gefühl, sie hat diese Aufgabe für mich übernommen. Und ich kann alles auch so mit ihr besprechen. Und ich habe wunderschöne Träume. Ich träume fast jede zweite, dritte Nacht von ihr. Und sie ist immer gesund und es geht ihr immer gut. Und das macht mich also sehr glücklich. Und redet ihr miteinander? Oder ja, ist das so ja, eine ja. Sprache, wenn man mit Tieren macht, dass man nur fühlt, was man sagen will? Nein, wir reden. Ich habe sie auch gefragt, ob ich das mit der Sendung heute machen soll. Was hat sie gesagt? Ja, sonst wäre ich nicht da. Ich habe sehr getrauert, ich habe 3 Jahre getrauert. Also meine Trauer war sehr, sehr groß und sehr stark. Wir waren so verbunden. Sie war ja ein Stück von mir wieder. Und wie sie dann erlöst wurde, hat mir dieses Stück wirklich gefehlt. Und ich war sehr traurig und bin dann auch zum ersten Mal krank geworden. Ich war also 20 Jahre überhaupt nicht krank. Ich konnte das alles machen, ohne einmal ernsthaft krank zu sein. Und dann bin ich total zusammengebrochen. Und dann bin ich da schön langsam rausgekommen. Ich habe gemerkt, sie ist gar nicht weg. Ich kann sie nicht mehr sehen. Wie gehen wir Theologen, katholisch und evangelisch, damit um, dass eine Frau herkommt und sagt, meine Theologieprofessor? Da erwarten wir gleich eine Frau, die sagt, ich wusste Zeit meines Lebens, dass mein Kind nur 33 Jahre alt wird. Klingelt da bei Ihnen was bei 33? Ja, die Biografie Jesu nicht. Okay. Zweitens sagt sie, als mein Kind 12, 13 Jahre alt war, ist es mir weggelaufen. Aha. Klingelt beim Theologieprofessor was? Ja, der 12-jährige Jesus. Nicht? Gut, wo ist der gelandet, der 12-jährige? Im Tempel. Okay, dieses 12, 13-jährige behinderte Kind ist auch im Tempel gelandet. In welchem? Andex. Andex, Kloster Andex. Also in einem Kloster, ja. Ja, weggelaufen. Und wo findet die Mutter es wieder? Im Kloster. Mhm. Wirklich weggelaufen. Dieses Mädchen, man muss ja sagen, junge Frau, wurde tatsächlich 33 Jahre alt und Traudel Schütt, ihre Mutter, habe ich eingeladen, um von ihrer Tochter zu erzählen, behindert wie sie war und mit merkwürdigen Zufällen. Herzlich willkommen, Frau Schütt. Willkommen bei uns. Schön, dass Sie da sind. Haben Sie sich kennengelernt? Ja, ja. Wunderbar, dann nehmen Sie doch bitte Platz. Ja, als ich die Geschichte von Ihnen und Ihrer Tochter gelesen habe, ist mir das gleich durch den Kopf gegangen. Woher wussten Sie, dass Ihre Tochter nur 33 Jahre alt werden würde? Das wissen Sie ja nicht erst jetzt, wo sie seit einigen Jahren gestorben ist. Das wusste ich schon lange und das hat mich auch immer sehr, das hat mir sehr viel Trost gegeben und sehr viel Kraft, weil ich eben wusste, wir werden dieses Alter erreichen. Es gab also wirklich sehr viele Situationen, wo man mit dem Ableben unserer Tochter schon früher rechnen musste und wir haben diese Klippen alle überstanden. Was hatte denn Ihre Tochter, dass sie so behindert Jahr um Jahr kämpfen musste, um ein Jahr weiterzukommen und zu leben? Sie hatte einen Unfall, eine Gehirnblutung und dann ein schweres Anfallsleiden. Und die Aussichten waren also sehr, sehr schlecht. Die Lebenserwartung war ungefähr bei 18. Heißt Anfallsleiden sowas wie Epilepsie? Epilepsie, und zwar ein sehr starkes. Sie musste sehr starke Medikamente nehmen und sie hat sich dann immer mehr reduziert durch die Medikamente, durch die Anfälle, wurde immer schwächer. Was sagten die Ärzte, wie alt wird das Kind? 18 ungefähr, das war die Lebenserwartung. Und dann ist ja meine Frage noch mal wichtiger, wieso 33? Ja, ich habe dann sehr viel gebetet in dieser Zeit. Man ist ja total verzweifelt, man hat keinen Halt, man weiß eigentlich nicht, wie das weitergehen soll. Und ich habe gespürt, dass es eine Kraft gibt, die mir das Tragen hilft und habe dann im Traum praktisch erfahren, dass ich mich nicht aufregen muss. Sie wird also bestimmt 33 werden. Was ist das für ein Traum? Haben Sie da Erinnerungen an diesen Traum? Fürchte dich nicht? Nein, nicht so in dieser Form, aber es war eben schon eine Beruhigung. Ich war total durcheinander und wusste einfach nicht, wie es weitergehen sollte, bis wir auch den richtigen Arzt dann gefunden haben, der uns da helfen konnte. Und ich habe dann einfach die Gewissheit gehabt, sie kann das alles noch aushalten. Wir werden das